make your mark. GA1, nutzen wir doch mal die Gelegenheit und schauen uns ein paar Hotels hier in der Côte d'Azur an. Los geht's! Herzlich willkommen bei DocSwim und Trainingsplan Nummer 18. Ja, es gibt ja solche und solche Hotelpools, aber wir sind ja eigentlich auf der Suche nach solchen Hotelpools, die entweder mit einer Länge von 25 oder 50 Metern aufwarten und dann sogar noch Bodenmarkierungen besitzen. Gar nicht so leicht zu finden. Aber hier in der Côte d'Azur haben wir ein echtes Kleinod gefunden. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, Schwerpunkt dieser Trainingseinheit ist das Grundlagen-Ausdauertraining. Vom Prinzip her drei Blöcke in der Reihenfolge 400, 300, 200, 100, also ein 1000er Block oder aufwärts gerichtet. 100, 200, 300, 400 in verschiedenen Kombinationen. Kann man auch mit eigenen Kombinationen bestücken und insofern vom Grundgerüst her eine wunderbare Vorlage für ein schönes 3 Kilometer Grundlagenprogramm. Wer kürzen möchte, lässt einfach ein 1000er Paket weg. Wer verlängern möchte, hängt einfach ein 1000er Paket hinten dran. Und dann gleich rein ins Programm. 100 Meter einschwimmen, dann 200 Meter Lagen einarmig geschwommen, dann 300 Meter Arme, Beine, ganze Lage, also 100 Meter Arme mit Brett zwischen den Beinen, 100 Meter Beinarbeit, Brett rauslegen, 100 Meter ganze Lage und dann 400 Meter am Stück in Lagenreihenfolge, beliebiger Wechsel. Man kann das 25 Meterweise wechseln, 50 Meterweise, natürlich auch 100 Meterweise, wobei sich das jetzt zum Einschwimmen natürlich nicht unbedingt anbietet. Und dann haben wir die ersten 1000 Meter schon im Kasten. Zwischendurch wechseln wir noch mal in unsere Herberge. Wir sind hier in Cap Dai, ein perfekter Ort für Ausflüge hier an der Côte d'Azur. Nach Monaco sind es gerade mal 2 Kilometer. In Richtung Nizza 20 Minuten, nach Cannes vielleicht 40 Minuten. Viele tolle Strände und die Anlage von Pierre Vacances hier hat natürlich auch, wie könnte es anders sein, einen Pool, den sieht man da hinten, wirklich ganz toll gelegen, dieser Pool. Die Anlage ist jetzt einfach zweckmäßig, aber wie gesagt toll gelegen mit einem super Panorama hier oben. Der Pool ist wirklich schön, für Familien kann man sagen, auch mal ganz nett im Sommer, vielleicht wenn der Pool auch richtig warm ist, das ist er jetzt nicht mehr, aber vor allem eben als Ausgangsstation für viele Ausflüge hier in der Côte d'Azur perfekt geeignet. Dann gehen
gehen wir von hier aus mal in das zweite 1000 Meter Paket. 400 Meter Kraul GR1, wobei die zweite Hälfte so ein bisschen schneller geschwommen werden sollte als die erste Hälfte. Dann 300 Meter, 25 Meter Brustarme mit Delfinbeine. Das ist eine wunderbare Technikübung, auch um die Gesamtkoordination so ein bisschen zu schulen und noch besser ins Delfinschwimmen hineinzukommen. Im Anschluss daran gleich eine beliebige Technikübung im Delfinschwimmen für das Delfinschwimmen. Das könnte sein Delfin-einarmiges Schwimmen oder ähnliches. Und dann versuchen wir mal die letzten 25 Meter Delfin-ganze Lage hinten drauf zu schwimmen mit guter Technik. Wer sich da noch ein bisschen schwer tut, der kann das natürlich auch mit Kurzflossen absolvieren, wie überhaupt viele Teile des Trainings gut auch mal mit Kurzflossen geschwommen werden können. Danach wieder 200 Meter Arme, Beine im beliebigen Wechsel. Das bedeutet also auch hier wieder das Brett als Poolboy-Ersatz zwischen die Beine stecken. Danach 100 Meter locker. Die kann man auch wunderbar schwimmen als Atemübung, als Tauchübung. Das heißt also ruhig mal so 10, 12 Meter tauchen, wieder hochkommen, wieder runtergehen, sich entspannen dabei. Passt wunderbar jetzt in dieses 1000 Meter Paket. Jetzt mal schnell Tschüss und springen wieder rüber nach Montan in das Hotel La Tonnerie. Hinein ins letzte 1000er Paket, das dritte 400 Meter nochmal in Kraul, 25 Meter Kraul Abschlag, Druck aufbauen, da kann man ruhig mal versuchen auch hohes Tempo zu erzeugen, danach 75 Meter Kraul ganze Lage, jetzt als Atemübung, das bedeutet man kann mal 4er Zug, 6er Zug im Wechsel schwimmen oder 3er Zug, 5er oder auch mal 7er Zug, so dass man sehr bewusst mal die Atmung vornimmt, den Atmungsvorgang, denn ganz wichtig ist ja das Atmen, das passiert nicht einfach so wie an Land, sondern man muss sich natürlich der Rhythmik, der Koordination unterordnen und zudem ist die Atmung zudem ein Leistungsträger, also der Sauerstoff ein Leistungsträger und insofern ist es wichtig, sauber auszuatmen, sauber einzuatmen, dazu ist das eine wunderbare Übung. Danach 300 Meter Brust oder Rücken im beliebigen Wechsel, um auch mal die Nebenlagen bei den meisten ja zu trainieren, dann nochmal 200 Meter wie in dem zweiten 1000er Paket, Arme, Beine im beliebigen Wechsel und dann 100 Meter ausschwimmen und dann sind die 3000 Meter auch schon geschafft. Geht relativ schnell und wie am Anfang schon gesagt, man kann das Ganze kombinieren mit eigenen Aufgaben, mit eigenen Schwerpunkten, die man definiert und dann wird das Programm in der Form wirklich zu einem Alleskönner im Grundlagenbereich und ja, stets einsetzbar. Und wenn man sich dieses Grundprinzip merkt, dann kann man auch mal ohne Plan ins Wasser springen, wenn man die Grundlagenausdauer trainieren möchte und findet immer irgendwie eine geeignete Aufgabe für diese 400, 300, 200, 100. Mit diesem Blick hinunter auf das 25 Meter Becken hier nochmal ein kleiner Hinweis für alle diejenigen, die sich auf YouTube befinden. Die finden unten in der Beschreibung den Link zum Download des Trainingsplans auf der Website von docswim.de. Wer sich gerade auf docswim befindet, der trägt sich am besten hier rechts in die Newsletter ein. Damit bekommt man eine kurze Information, wenn neue Artikel erscheinen. Wir freuen uns natürlich auch über ein paar Follower auf Facebook. Das gibt uns ein gutes Feedback. Und mit den Worten kann man sagen, à bientôt, au revoir und bis nächste Woche bei DocSwim mit Trainingsplan Nummer 19 dann.